Herzlich willkommen, Schloss Teuerniskia. Ich bin Allgemeinarzt in Amberg, wie Sie wissen, und ich möchte Ihnen mal die Hackordnung beim Tumorpatienten vorstellen. Das ist die eminenzbasierte Medizin. Sie kennen die evidenzbasierte Medizin, aber viele Dinge verlaufen doch eminenzbasiert. Da ist mal der große Chirurg, der den Tumor entfernt, sehr segensreich tätig ist. Der Onkologe, der dann gezielt die Chemotherapie einsetzt und der Strahlentherapeut. Und da ganz hinten, da steht der Hausarzt. Was darf denn der noch machen? Die Krankschreibung zum Beispiel und die Nebenwirkungen behandeln. Zu den Nebenwirkungen der Operation. Das können zum Beispiel die Wundheilungsstörung sein, aber auch Kollateralschäden natürlich. Manche Dinge gehen ja nicht ganz so günstig aus, wie man sich es immer vorstellt. Ja, die Nebenwirkungen der Chemotherapie, Müdigkeitssyndrom, plagt doch die meisten Patienten. Schädigung des Nervensystems und des Gehirns. Da gibt es auch den Begriff in Amerika des Chemo-Brains oder Neurofog auch genannt. Die Herzschädigung, dass man die Treppen nicht mehr raufkommt. Lungenschädigung, Nierenschädigung, die Schleimhautschäden, mit entsprechenden Ulzerationen, Entzündungen, aber auch bitte sehr die Zweittumoren, die entstehen können. Die meisten Chemotherapeutika wirken unspezifisch auf schnell wachsendes Gewebe. Also sie sind nicht spezifisch auf den Tumor organisiert. Es ist eine unspezifische Maßnahme. Viele Chemotherapeutika wirken krebsfördernd, Sekundärtumoren auch noch nach Jahren möglich. Die Nebenwirkung der Strahlentherapie, da schaut es genauso aus, die Müdigkeitssyndrome, Hautverbrennungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, die Kopfschmerzen, aber auch wieder sekundäre Tumoren, der Strahlentumor, aber auch noch vieles andere. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal das Gespräch beim Hausarzt, wie es normalerweise ablaufen sollte. Patient fragt, warum geht es mir denn so schlecht? Der Arzt antwortet korrekt, das lässt schon nach. Ja, dann fragt der Patient, wann? Ja, nach der Behandlung halt. Und dann fragt er nochmal, wann? Wann soll denn das nun sein? Vielleicht dauert es auch länger, sagt der Arzt. Also wie lang? Naja, vielleicht auch lebenslang. Ja, das Müdigkeitssyndrom, das einem richtig das Leben vermiesen kann. Ja, und dann fragt der Patient, und wie lange lebe ich noch? Naja, da kann ich mal im Internet nachschauen, statistisch gesehen leben Sie vielleicht noch und so weiter. Wunderbar. Ja, und was kann ich denn noch tun? Und jetzt antworte ich leitliniengerecht, ernähren Sie sich gesund und bewegen Sie sich an frischer Luft. So, und da sagt der Patient, habe ich vorher schon gewusst, dazu brauche ich die Information vom Arzt nicht. Was tun? Wir haben einen Interessenskonflikt. Der nachdenkliche Hausarzt sagt, warum hat mein Patient keine Energie mehr nach der Behandlung? Wo wird denn eigentlich die Energie produziert? Kann ich die messen? Ja, kann ich. Wo wird die Energie produziert? In den Mitochondrien. Haben wir vorhin schon einiges darüber gehört. Denn die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. Und so sieht es in Wirklichkeit aus. Das schaut jetzt etwas anders aus. Diese Schläuche, die Sie hier sehen, das sind die Mitochondrien. Und die sind bei jeder Zellart auch etwas anders und schauen etwas anders aus. Wir haben es in der Schule noch gelernt, das sind so Eier, die Energie abgeben. Das stimmt nur teilweise. Es sind ganze verzweigte Energiesysteme. Das ist ein Bild aus einem STET-Mikroskop. Ich habe lediglich die Farben umgedreht, sodass man die Mitochondrien besser erkennen kann. Ja, und so haben wir das Ganze gelernt. Und jetzt interessiert mich zum Beispiel, wo kommt denn die Energie her? Die wird hier an der inneren Seite der Außenmembran produziert. Und hier sehen wir schon, steht an erster Stelle das NADH. Und dann kommt da ATP raus. Sehr effektiv, nämlich pro Molekül NADH 4 Moleküle ATP. Ganz anders als Zellen, die anaerob arbeiten. Da ist es sehr ineffektiv, zum Beispiel die Krebszelle.